ein herzliches Willkommen. Schön, dass so viele Kinder heute da sind. Aber ich muss euch sagen, wenn so viele große Kinderaugen auf mich gucken, dann bin ich schon immer ganz schön nervös. Aber ich weiß ja, dass nicht nur Kinder große Augen haben. Ne? Wir hatten noch große Augen, Clemens. Giraffen vielleicht auch, aber heute vor allen Dingen Robben. Genau, die Robben. Ganz richtig, genau. Aber ihr seht ja hier vorne schon ein paar. Und bevor wir loslegen, haben wir an euch aber noch eine Bitte. Und zwar, wenn ihr nachher bei einer Frage aufgerufen werdet und dann antwortet, steht bitte auf, weil dann können wir euch A, besser sehen und B, auch besser hören. Aber jetzt will ich euch auch nicht länger von den Robben fernhalten. Und zwar haben wir uns da heute Dr. Friederike Hanke eingeladen, die uns ein bisschen etwas über diese wundervollen Tiere erzählen wird. Okay. Puh, seid ihr viele. Uiuiuiui, wo kommt ihr denn alle her? Sag mal, hat euch der Regen reingescheucht oder warum seid ihr heute hier? Oder mögt ihr vielleicht alle Seehunde? Mögt ihr Robben? Ja! Ah, ich sehe schon. Ich habe hier meine besondere Freundin heute auch mitgebracht. Ich habe schon jemand gesehen, der genauso eine zu Hause hat. Stimmt das? Ja. Ja? Okay. Also ich möchte euch erstmal auch willkommen heißen hier. Ich bin total froh, dass ihr alle da seid und dass ihr alle so viel Interesse an unseren spannenden Tieren habt, die ich nämlich auch so ins Herz geschlossen habe. Und ich hoffe, dass ihr nachher hier rausgeht und dann wirklich auch das Gefühl habt, boah, das sind ganz besondere Tiere. Und wisst ihr, warum ich noch ganz besonders froh bin? Weil ihr nämlich uns eine Frage gestellt habt. Und die Frage, die heißt, warum haben Robben so große Augen? Und jetzt wollt ihr vielleicht wissen, warum mich das besonders gefreut hat, dass diese Frage aufgekommen ist, weil ich nämlich oben in Hohe Düne, in Warnemünde, wo wir nämlich arbeiten, da untersuche ich nämlich genau die Augen der Robben. Ich möchte, und hier seht ihr mal ein Bild von mir bei der Arbeit, da seht ihr nämlich, hier haben wir unseren Marco, das ist ein ganz alter Seehund und dem zeige ich gerade eine schwarze und eine weiße Tafel. Der Marco ist nämlich alt, der sieht nicht mehr so gut, aber ich wollte trotzdem rausfinden, was kann er denn eigentlich wirklich noch sehen? Also ich habe mich über die Frage besonders gefreut, weil ich nämlich genau hinschaue, weil ich wissen möchte, was die Tiere wirklich sehen können. Und da gibt es manchmal auch ganz lustige Situationen, da habe ich nämlich noch ein Bild mitgebracht. Ich wollte nämlich ganz, als ich angefangen habe, diese Tiere zu erforschen, also näher hinzuschauen, zu gucken, was die Tiere tatsächlich sehen können, da habe ich mich nämlich gefragt, brauchen die Tiere eine Brille? Ja, und deswegen habe ich denen mal eine Brille gebastelt. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Ich möchte jetzt endlich starten und ich möchte euch entführen. Und zwar möchte ich euch einmal entführen in die Lüfte. Vielleicht kann der ein oder andere erkennen, wo wir uns gerade befinden. Vielleicht kennt ihr die Fähre, die hier über die Warnow rübergeht. Warnemünde, genau. Vielleicht seht ihr hier das große, oder kennt ihr sogar auch das große Hotel? Habt ihr vielleicht schon mal eine heiße Schokolade getrunken? Oder wart in der Pizzeria eine Pizza essen? Oder vielleicht hat Mama, Papa, Oma und Opa ein Segelschiff, was hier in dieser großen Marina in der Yachthafenresidenz oder im Yachthafen von Hohe Düne eben liegt. Und genau da sind auch wir zu Hause, beziehungsweise die Robben zu Hause. Ich habe das mal eingekringelt mit dem großen Kreis, damit ihr das ein bisschen besser sehen könnt. Aber natürlich sieht man das Schiff viel besser, wenn ich euch mal diesen Blick zeige. Wenn ihr nämlich mal nach Hohe Düne kommt und ihr lauft die Mole entlang und ihr kommt dann zu uns immer näher und immer näher, dann seht ihr dieses weißblaue Schiff. Das ist ein ganz langes Schiff. Es ist auch ein ganz altes Schiff. Aber es hat all das, was wir brauchen, um mit unseren spannenden Tieren zu arbeiten. Was haben wir denn da eigentlich für Tiere? Hier seht ihr schon mal einen auf der Plattform. Das ist unser Bill, der hier gerade mit dem gerade trainiert wird. Ich habe auch noch ein Bild gebracht, weil hier auf diesem Bild scheint so schön die Sonne, was nämlich jetzt im Moment gerade draußen auch nicht der Fall ist. Wenn es noch ein bisschen kälter würde, dann kann es durchaus sein, dass bei uns ganz viel Eis gibt. Und hier seht ihr unseren Sam, wie der sich todesmutig auf die Eisschollen stürzt. Also wir sind draußen, wenn die Sonne scheint, aber eben auch, wenn es richtig, richtig kalt ist. Jetzt habe ich euch schon zwei unserer Tiere vorgestellt. Jetzt möchte ich aber euch noch viel, viel mehr Tiere vorstellen. Und zwar,
Hier auf dieser Seite haben wir Seehunde. Wir haben insgesamt 9 Seehunde. Davon seht ihr jetzt nur hier 4, weil ihr seht ja schon, der Platz ist einfach begrenzt. Ich kann nicht ganz so viele Bilder zeigen, obwohl ich natürlich euch am liebsten jeden Einzelnen vorstellen möchte. Und am liebsten auch jeden Einzelnen persönlich vorstellen. Aber das geht halt leider heute nicht. Deswegen habe ich mir hier 4 rausgesucht. Den Paco, den Filu, den Henry und den Sam. Das sind alles unsere Seehunde. Ich habe schon gehört, gibt es hier einen Luca vielleicht im Raum? Einen Henry? Ein Henry gibt's im Raum. Okay, alles klar, prima. Also irgendeinen Namen findet man immer, wenn man Kinder zu Besuch hat. Aber auf der anderen Seite haben wir auch noch unseren Finn. Das ist jetzt aber kein Seehund, das ist ein südafrikanischer Seebär. Ihr seht ja auch schon ein bisschen, der sieht ein bisschen anders aus als die Seehunde. Und dann haben wir hier noch die 2 frechen Gesellen, die sind nämlich gerade erst 2 Jahre alt und die bringen alles bei uns durcheinander. Das sind 2 kalifornische Seelöwen. Jetzt habt ihr vielleicht, und Mama und Papa oder auch Oma und Opa haben vielleicht in der Zeitung gelesen von der Kinderuni und dass ich eben heute hier stehen werde und euch was über die Robben erzählen möchte. Und da stand was drinnen von Hundsrobben und Ohrenrobben. Habt ihr das irgendwie schon gelesen oder hat es Mama und Papa vielleicht erzählt? Ich weiß es nicht. Nein? Dann möchte ich euch ein bisschen was dazu erzählen. Die Seehunde, die gehören nämlich zu den Hundsrobben. Während die Kollegen hier auf der Seite, nämlich der Seebär, unser Finn und die beiden Seelöwen, die gehören zu den Ohrenrobben. Und jetzt möchte ich euch mal ganz kurz erklären, was denn eigentlich genau der Unterschied ist. Wie könnt ihr, wenn ihr da irgend so ein Tier im Wasser seht, dann sagen, ist das jetzt ein Seehund, ein Seelöwe oder ein Seebär? Dass ihr nachher hier rausgeht und so kleine Robbenexperten seid, dass ihr eben nicht mehr sagen müsst, das ist eine Robbe, sondern dass ihr sagen könnt, oh, das ist ein Seehund und das ist aber ein Seebär. Was ist denn der Unterschied zwischen denen? Lasst uns mal gucken. Wenn wir mal so einer Hundsrobbe auf den Kopf gucken, dann sehen wir natürlich die großen Augen. Da werden wir gleich noch viel mehr drüber hören. Dann sehen wir vielleicht auch die Barthaare. Irgendein kleines Mädel habe ich gesehen, es hat sich Barthaare ins Gesicht geschminkt. Wo ist das kleine Mädel? Einmal aufstehen. Irgendein Mädchen habe ich mit Barthaaren gesehen. Hier vorne ist sie, genau. Also die Tiere haben wunderschöne Barthaare, die hast du dir ins Gesicht geschminkt, ne? Genau, prima. Aber schaut mal, haben die denn auch Ohren? Wer traut sich mir mal kurz zu erklären, wo die Ohren sind? Fangen wir mal vielleicht hier vorne. Stehst du bitte auf, damit wir dich sehen können? Am Kopf, hinten, hinter den Augen, hast du gesagt. Genau. Wie sieht das aus? Das ist einfach nur ein Loch, stimmt das? Was fehlt denn dem Seehund? Dem fehlt die? Die Ohrmuschel, genau. Und jetzt gucken wir mal hier einem Seelöwen auf das Gesicht oder auf den Kopf. Schaut mal, was der hier hat. Der hat eine Ohrmuschel, richtig? Ja. Ja? Okay, das merken wir uns also. Eine Hundsrobbe, die hat nur ein Ohrloch. Die hat keine Ohrmuschel, also die kann keinen Ohrring tragen. Der wird es auch schwer fallen, dieses komische Mikro hier zu tragen, was ich heute habe, damit ich euch überhaupt alle erreichen kann. Ja, während hier die Ohrenrobben, die haben eine Ohrmuschel. Aber nicht immer seid ihr ja leider so ganz nah an der Robbe dran, dass ihr wirklich sagen könnt, okay, hat die jetzt ein Ohr oder hat die keine Ohrmuschel? Ne? Manchmal seht ihr die vielleicht einfach nur schwimmen. Guck, hier seht ihr einen Seehund schwimmen und hier seht ihr einen Seelöwen schwimmen. Womit schwimmt denn der Seehund? Könnt ihr das erkennen auf dem Bild? Vielleicht magst du mal aufstehen und beantworten. Und mit welchen Flossen? Mit der Schwanzflosse, genau, mit den großen, großen Schwanzflossen, da paddeln die Seehunde von rechts nach links und werden da unglaublich schnell. Jetzt gucken wir uns mal das andere Bild an. Hier, der Seelöwe. Womit paddelt denn der? Machen wir vielleicht mal hier dich vorne, einmal aufstehen. Mit einem was? Mit allem, nicht ganz. Guck mal, was hat der ganz groß, was ist das hier? Die Flossen. Und welche Flossen sind es? Die vorderen, ne? Die Brustflossen oder die Vorderflossen, sagen wir auch, ne? Der hat also ganz große, ich sag immer, der fliegt durchs Wasser. Okay?
wie ein Pinguin vielleicht. Vielleicht war jemand von euch am Sonntag im Zoo, da wurden ja die Pinguine und die Eisbären verabschiedet, ne? Und die Pinguine, die fliegen auch durchs Wasser. Und das ist genau das, was unsere Seelöwen auch machen. Jetzt kann es ja aber sein, und das ist ja das Spannende bei den Robben, dass die nicht immer nur im Wasser sind, sondern die kommen ja auch immer wieder an Land. Die hüpfen ja zum Beispiel auf unsere Plattform hoch. Und wenn die dann da sitzen, gibt es aber auch einen Unterschied. Die Seehunde, die liegen platt auf dem Bauch. Und die müssen nach vorne, wie heißt das? Sagt's einfach laut. Robben, genau. Während die Seelöwen, die sitzen richtig aufrecht. Und die können so richtig schön, ich sag jetzt mal, watscheln. Okay? Also daran könnt ihr unterscheiden, ob es eine Hundsrobbe oder eine Ohrenrobbe ist. Na, und nochmal, die Seehunde gehören zu den Hundsrobben und die Seebären und Seelöwen, die gehören zu den Ohrenrobben. Okay? Ich muss gar nicht sagen, ich glaube, ich zeige einfach nur Bilder, eins nach dem anderen. Das gefällt euch, glaube ich, am besten. Hier haben wir unseren Luca. Jetzt aber möchte ich euch die Frage stellen, ja, warum haben wir denn eigentlich diese Tiere oben in Hohe Düne? Warum schwimmen die denn bei uns? Wir gehören zu der Universität Rostock. Wir sind ja hier gerade im Audimax der Universität Rostock. Ne? Wir gehören auch zur Universität Rostock. Wir sind Forscher. Ein Forscher, der möchte etwas ganz genau kennenlernen, der schaut ganz genau hin, der möchte was ganz genau verstehen lernen, der möchte vielleicht auch etwas entdecken, was vorher noch niemand entdeckt hat. Und wir wollen eben die Seehunde oder die Robben im Allgemeinen verstehen. Aber jetzt nicht alles, was mit Robben zu tun hat, sondern was ganz Besonderes. Wir wollen untersuchen die Sinnessysteme der Robben. Wer kann mir jetzt helfen? Welche Sinnessysteme haben wir Menschen? Machen wir vielleicht mal hier am Rand. Das Mädchen mit dem pinken Schal. Genau, einmal aufstehen. Das Mikro auch direkt nebendran. Hören. Ja. Mach doch gleich mal weiter. Du kannst es bestimmt. Sehen, riechen, schmecken. Was machen wir mit unserer Hand? Fühlen. Fühlen, genau, prima. Und auch das können die Robben. Ne? Also jetzt schauen wir nochmal das Bild von unserem Luca hier an. Die können sehen, die haben wunderschöne Augen, die können riechen, die haben eine Nase, die haben Barthaare zum Fühlen, die haben eine Zunge zum Schmecken, die haben Ohren zum Hören. Und wir wollen eben rausfinden, wie gut können die das denn eigentlich alles? Oder ist da vielleicht irgendwas Besonderes dran, was die Robben eben tatsächlich mit ihren Sinnessystemen wahrnehmen können? Warum ist es jetzt besonders spannend, das bei Robben zu machen? Ich meine, ich könnte ja jetzt auch einfach hingehen und sagen, ja, nehme ich meine Katze. Ich kann ja auch mal rausfinden, vielleicht, was meine Katze sehen, riechen, hören, schmecken und fühlen kann. Aber ich nehme das mal ein bisschen vorne weg. Das seht ihr nämlich auf dem Bild hier. Die Tiere, die sind immer wieder im Wasser. Was machen sie im Wasser? Zum Beispiel Fische jagen. Stimmt das? Ja. Ja, ne? Aber eben, die gucken auch manchmal einfach über die Wasseroberfläche, wie auf dem Bild, oder eben die hüpfen tatsächlich auch mal an Land. Und das ist natürlich was ganz Spannendes, wenn wir jetzt die Sinnessysteme uns nochmal anschauen. Jetzt stellt euch mal vor, ich sehe, hier gibt's ganz viele Kinder, die tragen keine Brille. Wenn ihr aber im Schwimmbad ins Wasser geht, was passiert dann? Seht ihr dann immer noch alles scharf? Nein, dann seht ihr nicht mehr scharf, nein. Na, dann ist alles irgendwie verschwommen. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist das bei den Seehunden eben auch so? Oder haben die irgendeinen Trick? Sind die Augen irgendwie ganz besonders gestaltet, dass die Tiere eben auch im Wasser und in Luft schön sehen und gut sehen können? Na, das sind zum Beispiel Fragen, die wir uns stellen in unserer täglichen Arbeit. Ihr habt mir jetzt aber die Frage gestellt, warum haben die Robben denn so große Augen? Ihr habt mich nicht gefragt, können die unter Wasser gut sehen oder können die in Luft gut sehen, sondern ihr habt mich gefragt, warum haben die so große Augen? Ich möchte jetzt mal anfangen, die von euch vielleicht schon lesen können. Ich habe nämlich das so groß erstmal eingeklammert. Ich möchte erstmal sagen, warum haben die Robben denn überhaupt Augen? Warum haben wir Menschen überhaupt Augen? Machen wir vielleicht dich mal, das Mädchen mit schwarzem Schal, einmal aufstehen, mit grauem T-Shirt. Genau, warum haben wir Menschen Augen oder warum haben Tiere Augen? Dass wir sehen können. Dass wir sehen können, genau. Kennt ihr die? Ja. Okay, wusste ich doch.
Wer ist da die Hauptfigur? Helft mir mal. Die Tinkerbell, genau. Das hier ist die Tinkerbell, ne? Das ist Tinkerbell mit ihren Freundinnen. Die Tinkerbell, die hat aber eine besondere Freundin. Die möchte ich nämlich heute mal rauspicken. Das ist die Clara, hier auf der Seite. Und was ist die Clara für eine Fee? Sonnenfee, sagen manche, ne? Also sie, man sagt, glaube ich, sie ist eine Lichterfee, ne? Stimmt's? Eine Lichterfee ist die Clara, genau. Ich habe nochmal ein extra Bild von der Clara rausgesucht. Die Clara, die kann doch so schön Licht einfangen. Die macht es mit ihrer Hand, ne? Die fängt das Abendlicht zum Beispiel, da sagt sie doch einmal in einem Film, das ist das kostbarste Licht überhaupt, ne? Das letzte Tageslicht ist das kostbarste Licht. Das fängt sie hier oben eben noch ein. Sie macht es mit der Hand. Wir fangen auch Licht ein, zum Beispiel das Sonnenlicht, aber wir machen das natürlich nicht mit unseren Händen, wir machen das mit unseren Augen, aber natürlich auch mit unserer ganzen Haut. Warum ist es denn ganz besonders wichtig, dass wir Licht überhaupt auffangen können? Ihr habt schon richtig gesagt, damit wir sehen können, das sage ich gleich noch, es ist aber zum Beispiel auch wichtig, damit ihr zum Beispiel noch wachsen könnt. Ihr wollt ja nicht alle so klein bleiben, oder? Ihr wollt mal so groß werden, so groß werden, so groß werden oder vielleicht noch größer als ich werden, okay? Ja? Und dafür, dass damit eure Knochen wirklich wachsen können, braucht ihr Licht. Damit ihr zum Beispiel jetzt im blöden Herbst, wenn es kalt draußen wird und regnet, damit ihr nicht so doll krank werdet, braucht ihr auch Licht. Das hilft nämlich eurer Abwehr, dass wenn da irgendwie vielleicht ein Virus oder ein Bakterium kommt, dass dann der Körper sagen kann, stopp, du bleibst weg, ich möchte keinen Schnupfen kriegen. Dafür brauchen wir auch Licht. Oder aber eben, was ihr schon gesagt habt, wenn wir jetzt wieder beim Seehund sind, um sehen zu können, um zum Beispiel diesen Schwertwal sehen zu können. Ein Orca, genau. Dieser Schwertwal, den gibt es bei uns nicht, aber es gibt Seehunde in manchen Meeren der Welt, die tatsächlich den Schwertwal als Feind haben. Das heißt, wenn da ein Schwertwal auftaucht, dann sagt der Seehund, oh, schnell weg hier, da möchte ich nicht sein, ich möchte nicht gefressen werden. Ja? Aber vielleicht sieht der Seehund ja auch sowas. Hier unten. Was ist das? Eine Flunder, genau, oder eine Scholle. Ja? Und die findet der Seehund natürlich besonders lecker. Und wenn er die da unten auf dem Sand sieht, dann denkt er, oh, die möchte ich jagen, die möchte ich fressen. Okay? Und dafür braucht er eben eventuell seine Augen. Eine Schnecke, ihr habt das Rätsel erraten, genau. Die Schnecke hat auch ein Auge. Ich dachte, ich zeige euch mal andere Augen. Ich zeige euch mal ganz kleine Augen. Augen, die so klein sind wie vielleicht ein Stecknadelkopf. Das hat die Weinbergschnecke auf ihrem Fühler. Oder gucken wir mal weiter. Es ist ja bald Halloween, ne? Es ist bald Halloween und da dachte ich, wir wollen uns vielleicht mal ein bisschen gruseln, weil so eine Schnecke mit ihren bis zu 8 Augen ist vielleicht schon auch ganz schön gruselig, ne? Ich hab gerade Schnecke gesagt, ne? Ich meinte natürlich Spinne, Entschuldigung. Ich wurde gerade korrigiert, das ist richtig. Aber wenn ihr jetzt denkt, einmal noch mal ein bisschen leiser sein, weil sonst muss ich so schreien, das schaffe ich nämlich nicht. Dann kann ich euch gar nicht erzählen, warum die so große Augen haben. Wenn ihr jetzt aber denkt, dass diese Spinnen mit ihren 8 Augen die sind, die im Tierreich am meisten Augen haben, dann muss ich euch enttäuschen. Ich habe noch einen mitgebracht, der hat noch viel mehr Augen. Das ist eine kleine Qualle, die muss gar nicht sehr groß sein. Die kann zwar groß werden, aber die ist manchmal auch ganz klein. Und jetzt einmal raten, wie viele Augen hat diese Qualle? Mehr. Zu viel. Okay, stopp. Stopp. Ich habe was gehört von so 20, da seid ihr schon ganz gut im Bereich. Die hat tatsächlich 24 Augen. Die hat an jeder Ecke hat die ein sogenanntes, das nennt man Ropallium, und das besteht immer aus 6 Augen, 6 ganz unterschiedlichen Augen. Damit kann also die Qualle wirklich einmal komplett rumherum schauen. Ich muss mich drehen, um zu sehen, was hinter mir ist. Die Qualle muss sich nicht drehen. Also ist total cool, was so eine kleine Würfelqualle alles kann, oder?
Hier sind wir bei einer Libelle. Hier guckt eine Libelle uns ganz groß an, ne? Schau mir in die Augen, Kleines, sagt die wahrscheinlich gerade zu euch. Stimmt das? Ja? Die Libelle? Die hat zwar zwei große Augen, aber diese Augen, die bestehen aus ganz, ganz vielen kleinen Augen. Das sind sogenannte Komplexaugen oder Facettenaugen. Hier seht ihr das mal. Das sind ganz viele einzelkleine Augen, die auch etwas haben wie eine Linse, so wie eine Kornea. Also die haben eigentlich vom Prinzip alles, was unser menschliches Auge auch hat. Nur die hat das ganz, 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 ganz. So oft kann ich gar nicht ganz sagen, oft. Okay? Die Schlange auf dem nächsten Bild, die sagt jetzt vielleicht einfach, puff, die Libelle, die braucht so viele Augen, ich brauche nur ein einziges. Aber das ist wunderschön, das sieht ähnlich aus wie zum Beispiel das von uns Menschen. Okay? Ihr seht also schon, es gibt die unglaublichsten, spannendsten, tollsten Augen bei den Tieren. Und eines davon ist aber eben auch das Seehundauge. Ja? Was ich euch mit diesen ganzen spannenden Bildern zeigen wollte, ist eigentlich nur, es gibt tolle Augen, es gibt Tiere, die auch viele Augen haben, aber alle wollen damit Licht aufnehmen, wollen etwas sehen damit. Hab ich gesagt, alle? Was ist denn hier mit dem Fisch passiert? Hat der ein Auge? Nein, der hat kein Auge. Also nicht alle Tiere haben tatsächlich Augen. Also nicht alle Tiere wollen etwas sehen, sondern es gibt tatsächlich auch Fische. Und das ist hier ein Höhlenfisch, der lebt in einer Höhle unten im Meer. Da kommt kein Licht hin. Er hat kein Licht zur Verfügung. Er kann nichts sehen. Warum brauche ich denn dann ein Auge? Dann brauche ich auch gar kein Auge. Okay? Dieser Fisch hat tatsächlich keine Augen. Und andere Tiere, die vielleicht auch unter der Erde leben zum Beispiel, was fällt euch denn da ein? Wer hat ganz kleine Augen, der unter der Erde lebt, der so komische Hügel im Garten macht? Der Maulwurf, genau, der Maulwurf. Aber zum Beispiel, bei denen gibt es hier zum Beispiel auch einen Flussdelfin, den habt ihr vielleicht noch nicht gesehen, den Maulwurf, den kennt ihr, ne? Aber diese Flussdelfine haben hier auch ganz kleine Augen. Die leben nämlich in ganz trüben Flüssen, wo man auch nicht viel sehen kann. Deswegen haben die über die Zeit, über die ganz, ganz, ganz vielen Jahre, Millionen, die sie eben schon auf dieser Welt leben, haben die einfach gesagt, oh, ich mache die Augen ganz klein. Ich muss nur noch sehen können, wo vielleicht das Licht herkommt. Aber ich muss nicht mehr genau sehen können, was da jetzt gerade vorbeigeschwommen ist. Also es ist nicht selbstverständlich. Es gibt also auch Tiere, die haben nicht so große Augen. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Jetzt möchte ich endlich die Frage beantworten, warum haben die Robben denn jetzt im Speziellen so große Augen? Ihr habt vorhin vielleicht gesehen, als ihr reingekommen seid, dass ich mir zwei Kollegen mitgebracht habe. Das sind die beiden hier. Die kennt ihr, ne? Das ist eine Robbe. Das könnte vielleicht eine Sattelrobbe sein, ne? Weil die so ein schönes weißes Fell hat. Aber ich habe hier noch jemand mitgebracht. Wer ist denn das? Ein Pinguin? Eine Eule. Ja, genau. Das ist eine Eule. Ne? Könnt ihr euch vorstellen, warum ich vielleicht hier eine Eule mitgebracht habe? Machen wir mal hier hinten die Dame, oder genau, der Junge mit dem blauen T-Shirt und der orangen Schrift. Weil die Eule genauso große Augen hat wie die Robbe. Ja, auch die Eule hat große Augen. Nicht nur, weil das ein Klubschi ist, ne, das große Augen hat, sondern die Eule hat tatsächlich auch draußen, also die echte Eule hat auch so große Augen. Und ich glaube, das nächste Bild ist hoffentlich auch... Ach so, genau. Kennt ihr die denn auch? Kennt ihr den, der große Augen hat, ja auch? Ja. Das ist das? Genau. Und das Rotkäppchen, das fragt auch den Wolf. Was fragt es denn den Wolf? Das fragt, warum hast du so große Augen? Damit ich dich besser sehen kann, antwortet der Wolf. Genau. Also der sagt es genauso. Also der Wolf hat große Augen, damit ich ihn besser sehen kann, aber eben die Eule ja auch. Ne? Vielleicht ist das... Vielleicht ist das die Hedwig von Harry Potter. Könnte das sein? Ja?
Welches Tier hat denn noch große Augen? Das schleicht vielleicht zu Hause bei euch durch den Garten und macht ganz leise Miau. Die hat auch große Augen, ne? Noch einmal schön ruhig werden, sonst kann ich euch gar nicht sagen. Und unser Seehund, der hat auch schön große Augen. Jetzt wollen wir uns mal zusammen überlegen, warum sind denn die Augen zum Beispiel eben von Eule, von der Katze und vom Seehund so groß, wie sie tatsächlich auch sind. Könnt ihr mir vielleicht noch mal helfen? Wann ist denn eine Eule unterwegs? Genau, nachts ist die unterwegs, ne? Wenn der Mond scheint zum Beispiel, okay? Dann ist die Eule unterwegs. Wann ist denn die Katze unterwegs? Auch wieder nachts, ne? Also auch wenn der Mond eben schön scheint, dann ist die Katze unterwegs. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist der Seehund vielleicht auch nachts unterwegs? Was denkt ihr? Okay, also ich habe hier Verschiedenes gehört. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Wer ist denn für ja? Und wer ist für nein? Okay. Aber man sieht schon, eigentlich haben viele ja und viele nein gesagt. Zusammengenommen seid ihr richtig. Die Seehunde sind nämlich teilweise tags unterwegs und sie sind teilweise nachts unterwegs. Okay, spannend, oder? Jetzt passt mal auf, jetzt müsst ihr mal ganz genau zusehen, weil ich habe euch ein kleines Video mitgebracht. Auf diesem Video, da seht ihr das Bild, das eine Kamera, eine Videokamera aufgezeichnet hat. Und die Videokamera, die saß hier hinten auf dem Rücken. Ich nehme mal hier nochmal meine Robbe. Das wäre jetzt die Videokamera. Da hat also ein Forscher eine Videokamera genommen und die hinten auf den Rücken montiert, zum Beispiel einfach geklebt. Und jetzt seht ihr, was diese Kamera aufzeichnet, was der Seehund macht, wenn er auf Futtersuche geht. Ihr werdet als erstes sehen, dass der Seehund einen großen Schwarm Fische jagt. Das sieht man hier schon so ein bisschen, diese kleinen Striche, die auf der rechten Seite zu sehen sind. Das sind alles kleine Fische. Und später werdet ihr sehen, wie der Seehund unten auf den Boden geht und dann wird er eine Flunder jagen. Passt mal auf. So, jetzt guckt mal genau zu. Ihr seht vielleicht, wie die einzelnen Fische hier wegflitzen von dem Schwarm. Ne? Das sind hier überall sind Fische. Das sind alles kleine Fischchen. Und der dreht sich und wendet der Seehund. Da wird es einem fast schlecht, wenn man dazu guckt. Ja? Und jetzt geht er auf den Boden, seht ihr? Und da hat er was entdeckt. Da hat er eine Scholle entdeckt. Und ihr werdet gleich sehen, er nimmt nämlich diese Scholle hoch an die Wasseroberfläche, um sie dann dort tatsächlich zu fressen. Schaut mal, da ist sie. Da. Also das heißt, wenn ihr euch dieses Bild anschaut, auf dem Bild ist nicht wirklich viel Licht da, oder? Wenn er nach oben guckt, sieht man vielleicht ein bisschen Sonnenlicht, aber wenn er nach unten guckt, dann wurde es schon ganz schön dunkel. Also ihr seht auch, selbst wenn er vielleicht tags unterwegs ist, um seine Beute zu suchen, um also Fische zu fangen, dann kann es trotzdem sein, dass wenn er in die Tiefe taucht, dass er plötzlich in Bereiche kommt, wo gar nicht viel Licht noch da ist. Ja? Also das heißt, der Seehund, der muss auch jagen, der muss auch schwimmen, wenn eben nicht viel Licht vorhanden ist. Genau wie die Eule, genau wie die Katze. Okay, jetzt gehen wir mal weiter. Was passiert denn eigentlich, wenn wir sehen wollen und es ist dunkel, wie zum Beispiel, wenn der Mond scheint, oder es ist hell, wie zum Beispiel eben, wenn die Sonne scheint. Hoffentlich scheint sie mal die nächsten der Tage wieder, oder? Es war jetzt ja ganz schön grau die letzte Zeit. Stimmt das? Wenn die Sonne nicht scheint, dann fehlt uns das Licht, ne? Weil die Sonne, die gibt uns ganz viel Licht. Schaut mal, das habe ich durch diese Glühbirne da gekennzeichnet. Nachts haben wir ganz wenig Licht, deswegen ist da auch nur eine Glühbirne. Aber tags haben wir ganz viel Licht, ne? Da scheint die Sonne, da ist es hell draußen. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was denn eigentlich passiert, wenn es so ganz, ganz hell ist. Wenn ich jetzt vorstelle, zum Beispiel, ich bin wieder die Clara.
und ich möchte das Licht einfangen, was eben tagsüber draußen ist, dann brauche ich natürlich, wenn da so viel Licht ist, so könnte man zumindest meinen, brauche ich tatsächlich auch ein ganz großes Gefäß, große Hände oder große Augen, um überhaupt das ganze Licht aufnehmen zu können, okay? Das könnte man meinen. Aber pass auf, was passiert denn eigentlich, wenn irgendwo viel zu viel Licht ist? Dann passiert das. Ihr seid geblendet. Ihr könnt gar nichts mehr sehen. Es ist einfach alles viel zu hell. Ihr macht einfach nur den und sagt, boah, weg hier. Nimm deine Taschenlampe aus meinem Gesicht. Boah, Papa, kannst du nicht den Blitz ausschalten, wenn du mich beim Spielen fotografierst oder so. Das ist also viel zu viel Licht. Das heißt, damit wir nicht geblendet sind, müssen wir vielleicht einfach da irgendwas am Auge oder an unserem Gefäß kleiner machen. Hier habe ich jetzt nicht das Gefäß, also nicht das Auge kleiner gemacht, sondern ich habe nur die Öffnung kleiner gemacht. Das ist jetzt so eine schöne bauchige Flasche mit einem kleinen Flaschenhals. Okay? Wenn wir uns jetzt unser Auge anschauen, wir haben tatsächlich auch ein recht großes Auge, aber wir haben auch einen kleinen Flaschenhals und das ist unsere Pupille. Schaut mal hier. Das, was hier so schwarz erscheint, das ist eure Pupille. Ihr könnt ja mal gucken bei eurem Nachbarn, bei eurer Freundin, ob ihr da gerade auch die Pupille sehen könnt. Mal schauen, ob ihr die Pupille erkennen könnt. Habt ihr es erkannt? Okay. Also ich glaube, die meisten haben genickt. Ich glaube, ihr habt sie erkannt. Ne? Also ihr habt hier das, was so schön farbig ist. Bei mir ist es eben blau zum Beispiel. Bei anderen ist es schön braun. Bei anderen wiederum ist es grün. Andere haben vielleicht rechts und links unterschiedliche Farben. Oder eben auch Ringe. Oder wie auch immer, da gibt es die tollsten Sachen. Aber das, was offen bleibt, das ist sowas wie eine Öffnung, ein Loch. Das ist unsere Pupille. Und durch die Pupille, die fällt das Licht in das Auge. Und das ist wichtig, damit wir überhaupt etwas sehen können. Das heißt also, das ist das, was wir machen, wenn wir eben sagen, das ist viel zu hell. Dann machen wir unsere Pupille klein, dass eben nicht ganz so viel Licht ins Auge kommt, damit wir eben nicht sagen müssen, boah, das ist zu hell. Okay? Ich könnte natürlich auch sagen, ich mache mein Auge gleich klein. Ne? So, das habe ich jetzt hier durch diese andere Flasche mal gezeichnet. Dass ich einfach sage, da ist eh genug Licht, ich mache mein Auge klein. Ich muss da gar nicht so viel in mein Auge reinlassen, damit ich was gut sehen kann. Jetzt lasst uns mal auf der anderen Seite gucken. Wenn es dunkel ist, da ist wenig Licht vorhanden. Das heißt, man könnte ja denken, da reicht auch ein ganz kleines Auge, eine kleine Vase vielleicht, so wie ich sie hier dargestellt habe. Aber jetzt wird's kompliziert, passt mal auf. Weil, was nämlich nachts der Fall ist, dass dieses Licht, der Lichtstrahl mal hier ist, mal da ist. Und jetzt sagt man, in der Physik würde man jetzt sagen, das ist ein Photon. Das Photon ist mal hier, mal da, mal dort. Ne? Also man weiß nicht immer, wo ist denn jetzt eigentlich das Licht. Was also unser Auge machen müsste, ist, dass es ständig hin und her schwenken müsste. Huch, jetzt ist es hier, huch, jetzt ist es da. Damit ich überhaupt was sehen kann, muss ich jetzt hier hingehen. Oh nee, im nächsten Moment wieder da. Das ist ganz schön kompliziert, oder? Ja? Ich könnte ja auch einfach sagen, ich habe ja jetzt von der Öffnung gesprochen, ne? Von der Pupille. Dann mache ich halt einfach eine große Öffnung und dann kriege ich alles rein, oder? Aber funktioniert das? Eine große Öffnung mit einer kleinen Vase? Nee, das funktioniert nicht, ne? Wenn ich eine große Öffnung brauche, um alles irgendwie aufzufangen, was da so ganz spärlich nur da ist, brauche ich auch ein ganz großes Gefäß unten. Und das ist genau das, was der Seehund hat. Schaut mal her. Der hat ein großes Auge. Das ist unser Gefäß hier unten. Und wenn es dunkel draußen ist, also wie zum Beispiel auf dem Video, was ich euch gezeigt habe, dann macht er seine Pupille ganz weit. Schaut mal, wie groß die ist. Seht ihr das? Kreisrund und groß. Damit er eben das ganze Licht, was hier irgendwo im Raum oder draußen oder unter Wasser zur Verfügung steht, dass er alles auffangen kann, um überhaupt nur irgendetwas sehen zu können. Wenn es jetzt allerdings hell ist, dann, was passiert mit dem großen Auge?
dann macht er die Pupille einfach klein. Schaut mal, so sieht die aus, wenn die klein ist. Ganz, 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 ganz klein. Dass also er nicht plötzlich sagen muss, viel zu hell. Okay? Also warum haben jetzt Robben so große Augen? Weil sie eben nachts unterwegs sind, weil sie auch mal unterwegs sind in den Tiefen des Meeres, wo vielleicht nicht viel Licht ist, wo eben Licht mal hier und mal da, also ganz spärlich nur Verfügung steht. Und dann brauche ich eben ein großes Auge mit einer großen Öffnung, um das wenige Licht, was da ist, irgendwie aufnehmen zu können, um auch nur irgendetwas sehen zu können. Und da bin ich schon am Ende angekommen. Ich habe euch aber, und ich habe gemerkt, das war auch die richtige Entscheidung, dass ich das gemacht habe, ich habe euch nämlich noch ein Video mitgebracht. In diesem Video, da seht ihr jetzt nicht, was ein Seehund draußen macht, wenn er eben auf Beutesuche ist, sondern da werdet ihr einen unserer Seehunde sehen, das ist der Seehund Luca. Und der Luca, der arbeitet da mit mir zusammen in einer Kammer oben in Hohe Düne. Und zwar ist es ein Versuch, den wir durchgeführt haben, wo es darum geht, was er sehen kann. Es geht darum, dass der Luca unterscheiden muss, ob zwei Objekte, sagen wir jetzt zum Beispiel mal hier meine zwei Kandidaten wieder, ob die gleich sind oder ungleich. Was sagt ihr? Ungleich. Ihr könnt es perfekt, ne? Wenn ich jetzt hier noch eine Robbe hätte, die noch so aussieht, dann würdet ihr sagen, die sind gleich, ne? Aber die beiden sind ungleich. Und ich wollte eben wissen, können die Tiere das auch? Und ich wollte euch jetzt einfach dieses kleine Video am Schluss zeigen, um euch mal zu zeigen, wie die Tiere bei uns arbeiten und wie wir eben rausfinden können, was die Tiere sehen können. Das ist das, was ich mache, was sie aber auch riechen können, was sie hören können, was sie schmecken können. Jetzt passt mal auf, was unser Luca macht. So, Luca kriegt ein B. Und dann, nach ein paar Sekunden, kriegt er noch ein B. Sind die gleich? Nein. Und der Luca geht an den Monitor ran und sagt, nee, die beiden sind nicht gleich. Jetzt pass mal auf, er hat eine Futterbelohnung bekommen, er hat es richtig gemacht. Pass mal auf, jetzt ist bald Halloween, stimmt's? Wir wollen uns nochmal gruseln. Achtung! Ob der Luca das jetzt weiß, das ist eine Spinne, ne? Ist ihm wahrscheinlich egal, ob das eine Spinne ist oder nicht. Sind die gleich? Ja. Ah, die sind gleich. Guck mal, was macht der Luca? Der bleibt einfach. Der geht nicht vor an den Monitor und macht den hier. Ne? Der hat mir also gesagt, die beiden Spinnen hier, kurz vor Halloween, die Halloween-Spinnen, die sind gleich. Und da er das wieder richtig gemacht hat, wird gepfiffen. Schaut mal, ich habe auch die Trainingspfeife dabei. Ich kann mal gucken, hoffentlich ist das nicht zu laut für unseren Ton. Wenn er was richtig gemacht hat, dann wird gepfiffen. Achtung. Und wenn der Luca das gut gemacht hat und ich gepfiffen habe, dann kriegt er von mir einen Fisch. Und jetzt sage ich, danke, dass ihr hier gewesen seid und dass ihr so schön mitgemacht habt. Der Sam sagt auch danke und tschüss. Und weil ihr jetzt so lieb wart, könnt ihr nach vorne kommen und auch einen Fisch kriegen.